Yo, servus Freunde, was geht ab? Justin ist mal wieder am Start hier für euch und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier zurück auf meinem Kanal. Und bevor dieses Video anfängt, wollte ich euch nochmal Bescheid sagen, dass ich gerade immer noch ein bisschen krank bin. Das heißt, dass meine Stimme vielleicht auch ein bisschen am Arsch ist und weil ich mich halt gerade noch nicht ganz so gut fühle. Aber ich wollte dieses Video jetzt machen, weil das, was in den letzten Tagen hier einfach nur passiert, ist einfach nur krank und es hat nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun und es ist einfach nur traurig. Es ist einfach extrem traurig. Ich habe in diesem Video zwei Themen für euch. Also, wenn ich mit meiner Stimme manchmal ein bisschen, keine Ahnung, verkacke oder so, dann wundert euch nicht, weil mir fehlen manchmal auch selber die Worte, wenn ich darüber rede. Und ja, ich möchte heute einfach mal darüber reden. Heute gibt es die zwei Themen. Einmal das, was da in Neuseeland passiert ist. Und das andere Mal, was die Medien erzählen und es ist einfach nur krank. Und ich würde mal sagen, während wir im Hintergrund ein bisschen Fortnite-Gameplay haben, damit ihr nicht ganz so leer mein Gesicht seht, wie ich manchmal schwierig Worte finde oder keine Ahnung. Also wie gesagt, deswegen habt ihr einfach ein bisschen Fortnite-Gameplay im Hintergrund. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit diesem Video und mit diesen schrecklichen und komplett unnötigen Themen, was einfach nur krank ist. Okay, fangen wir mal an. Also, ihr wisst doch bestimmt mittlerweile, also ich glaube, jeder auf der ganzen Welt weiß, was da in Neuseeland passiert ist. Also, wie gesagt, ich verspreche mich vielleicht das eine oder andere Mal, weil ich einfach auch komplett fassungslos bin, wenn man einfach nur darüber nachdenkt. Es ist einfach alles, es ist einfach komplett außerhalb von dem, von der Menschlichkeit, was man hat. Man hat ein einziges Leben. Man verbringt sein Leben damit, dass man betet, dass man in die Kirche oder beziehungsweise in die Moschee geht. Es soll, ja, Kirche oder Moschee, es sollte einfach alles gleich behandelt sein. Man, ganz ehrlich, es gibt Christen, die beten, es gibt. Alter, oh mein Gott, es ist so schwierig, dieses Video zu drehen, es tut mir echt leid, weil ich einfach selber so fassungslos bin, was da halt passiert ist. Und es gibt halt die verschiedenen Religionen, die halt beten und es sind halt Menschen, die ihr Leben damit verbringen, die an Gott glauben, die einfach sich ein schönes Leben damit machen, dass sie zu diesem Gott beten. Und es ist einfach nur krank, dass Menschen, die sowas machen, also wirklich, ich wünsche jedem Einzelnen, was auch immer, was halt da passiert ist, den ganzen Familien auch, also die Familie von denen da was passiert ist. Ich wünsche denen wirklich viel, viel Kraft und hoffe einfach, dass es denen besser gehen wird. Und ich, keine Ahnung, mir fehlen einfach nur die Worte dazu. Man nimmt Menschen, die beten, die ihr Leben damit verbringen, zu Gott zu beten. Man nimmt ihnen einfach das Leben, dieses eine Scheißleben, was man hat. Wie ekelhaft kann man sein? Das ist einfach so verdammt krank. Das, was soll ich dazu sagen? Ich wünsche ehrlich, dass die im Himmel das beste Leben kriegen, was sie sich komplett verdient haben, weil ich habe wirklich so extrem Respekt vor Leuten, die wirklich jeden Sonntag oder halt, keine Ahnung, jeden Tag beten gehen und ich habe so, wirklich so unendlich Respekt vor diesen Leuten, weil ich selber mache das nicht, also ich bete jetzt nicht jeden Tag, weil ich, keine Ahnung, ich, seid mal ehrlich, nicht jeder Mensch betet jeden Tag. Aber man sollte das auf jeden Fall öfters machen. Und ich bin einfach so sprachlos, wenn ich darüber nachdenke, dass solchen Menschen, die sowas machen, die so stark an Gott oder an Allah glauben, dass man denen einfach so schrecklich das Leben nimmt. Und ich wünsche echt, dass diese Menschen wirklich das beste Leben, was sie kriegen können, im Himmel bekommen und die Leute, die solche Menschen umbringen oder was oder Leute, die denen was Schlechtes wollen, dass denen im Himmel einfach das Schlimmste geschieht, was sie sich verdient haben. Weil ich finde, Menschen haben sich auf jeden Fall das verdient, was sie tun. Also wenn jetzt jemanden umbringt oder so, hat er meiner Meinung nach nichts anderes verdient, als dass es ihm auch extrem schlecht geht, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann noch auf so eine eklige Art und das Ganze dann auch noch aufzunehmen und es ist einfach, ich weiß nicht, ich werde halt auch selbst emotionsvoll, wenn ich darüber rede. Also, es ist einfach nur
krank und ich will mit diesem Video auch einfach nur sagen, dass ihr wirklich, man hat dieses eine Leben und ihr solltet wirklich das Leben damit verbringen, eure, einfach eure Menschen, die ihr extrem nahe steht. Sorry, Mann. Ihr solltet es einfach nur verbringen mit Menschen, denen ihr extrem nahe steht. Dass ihr einfach nur, dass ihr bei denen seid, egal was passiert. Das ist einfach nur krank. Sorry, Mann, ich werde auch ein bisschen emotionsvoll dabei, aber es ist einfach nur krank, jetzt mal ganz ehrlich. Und jetzt kommen wir dann auch einfach zum zweiten Thema, zu dem Video, weil ich bin selber ein bisschen am Ende, jetzt mal ganz ehrlich. Und das zweite Thema ist einfach mindestens genauso krank, was die Medien einfach aus solchen Situationen machen und wie die Medien in solchen Situationen einfach immer noch daran denken, einfach den meisten Umsatz zu machen, einfach das meiste Geld aus Situationen rauszuschlagen, die einfach unmenschlich sind. Jetzt mal ein bisschen zusammenreißen, Mann. Sorry, Mann. Ich werde auf jeden Fall das Ganze natürlich rausschneiden, aber keine Ahnung, Mann. Es ist auch schwierig, sich da zusammenzureißen, um ganz ehrlich zu sein. Was die Medien, wie zum Beispiel, ich habe vor kurzem bei einem, ja, Menschen, den ich ziemlich gut leiten kann eigentlich, der ist Marlut. Ich denke mal, vielleicht der eine oder andere von euch wird Marlut kennen. Und ich habe vor kurzem bei Marlut gesehen, wie er in seiner Insta-Story was gepostet hat. So von so einer Sendung Welt live um 9 Uhr, wie sie über den Ursprung redet, woher denn, also was denn der Einfluss ist, warum dieser Mensch jetzt das getan hat. Und dann ist natürlich das Erste, was sie sagt, ja, dieser Mensch, also ich werde jetzt nichts davon einblenden, weil jegliche Tonspur und keine Ahnung, sobald die mitbekommen, dass halt Videomaterial oder Tonmaterial von denen verwendet wird, werden die das Video sperren, weil die natürlich nicht so mit sich reden lassen. Egal in welcher Situation oder egal was für eine Situation hier gerade passiert. Deswegen werde ich jetzt nichts einblenden, aber ich werde euch sagen, was darin passiert. Und zwar sagt eine Frau, dass man halt von diesem Ursprung redet, woher das denn kommen könnte. Und dann nimmt sie natürlich direkt das Wort Fortnite in den Mund. Ich muss mir das nochmal kurz angucken, weil, keine Ahnung, es ist einfach richtig schwierig, Mann, wirklich. Inszenierte er seine Tat ähnlich wie bei dem Computerspiel Fortnite. Junge, warum? Also ganz ehrlich, man nimmt Fortnite in diesem Moment doch nur, also ich werde jetzt nichts darüber sagen oder was es ist, woher das ist, weil ich möchte nicht, dass solche Menschen Aufmerksamkeit bekommen, ganz einfach. Man nimmt in diesem Moment doch nur das Spiel Fortnite, weil das Spiel in aller Munde ist, weil du weißt, dass du damit einfach die meisten Leute erreichen kannst, was natürlich dann auch wieder an den Umsatz geht, was die dann halt an Geld machen, wenn mehrere Leute ihre Videos beziehungsweise dort einschalten bei dieser komischen Sendung, wo die darüber reden. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Fortnite, dieses Spiel ist ab 12. Ihr seht auch gerade im Hintergrund, ich fahre so ein komisches Hoverboard, mit dem ich durch die Gegend fliegen kann, mit irgendwelchen animierten Skins, die komplett unrealistisch zur Realität sind, wo kein Blut fließt, wo man, wenn man drauf geht, sich in Luft auflöst, theoretisch. Und es gibt Leute, die einfach wieder nur Geld daraus schlagen wollen, weil sie die meiste Reichweite kriegen wollen, indem sie einfach Themen damit verbinden, was halt im Moment einfach in ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist auf jeden Fall einfach nur krank, wie die Leute aus solchen Themen einfach nur versuchen, das meiste Geld einfach rauszuholen, indem sie einfach Themen nehmen, die einfach momentan so in sind, dass Leute halt einfach auch darüber reden werden, wenn die Medien darüber reden. Und ganz ehrlich, wenn sie schon über sowas reden, warum reden sie dann über Fortnite und nicht über sowas wie COD oder so? Das,
COD, also ich will jetzt auch nicht, dass wir über COD darüber reden, aber versteht mal, was ich sag. In COD ist ab 18. COD, du siehst Blut, in COD sind es Charaktere, beziehungsweise, also ist ja heutzutage nicht mehr ganz so, weil die ganzen COD ja nur noch in der Future spielen und keine Ahnung. Aber das sind zum Beispiel bei World War oder keine Ahnung, Black Ops 1, Black Ops 2, sind das einfach animierte Menschen, die halt auch aussehen sollen wie Menschen. Und wenn man die Gegner da umbringt, beziehungsweise holt, dann fließt da auch Blut. Und das ist halt so eine Sache, wenn die über COD sprechen würden, okay, würden nicht mehr so viele Leute sehen, es wäre realistischer, weil da halt auch was passiert in COD. Aber es wäre realistischer, aber nee, wenn du über Fortnite redest, reden die ganzen Menschen natürlich darüber, was dann wieder an den Umsatz geht, weil die dann wieder Aufmerksamkeit bekommen und ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Und ich finde einfach nur, ich wollte einfach nur auch mal was zu diesem Thema sagen. Ihr könnt einfach eure Meinung zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, beziehungsweise zu dem, was ihr denkt, in die Kommentare schreiben. Im Hintergrund ist natürlich jetzt nicht das Fokus auf das Gameplay gelegt, einfach nur, damit ihr nicht einfach nur meine Stimme habt und wie ich da so sitze, wie so ein Häufchen Elend, weil ich ja, wie gesagt, auch noch krank bin. Und ja, bildet euch eure eigene Meinung. Ich will auch gar nicht, dass ihr eine Bewertung abgibt oder keine Ahnung. Ich will jetzt, das Video ist jetzt nicht um. Ich wollte einfach nur mal das sagen, was ich denke. Und das Video ist jetzt nicht dafür da, um wirklich mir Aufmerksamkeit zu geben oder keine Ahnung. Ihr müsst keine Bewertung da lassen, nichts. Ihr müsst mich auch nicht abonnieren. Es ist mir komplett egal. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich will einfach nur, dass ihr auch eine eigene Meinung zu diesem Thema habt. Und kommentiert eure Meinung auf jeden Fall, die ihr zu diesem Thema habt. Und wie gesagt, ich bin auch erst 17 Jahre alt. Ich habe nicht wirklich die meiste Ahnung über dieses ganze Thema. Ich habe jetzt einfach nur das angesprochen, was ich denke. Und ja, das war's mit dem Video. Ich muss mal schauen, vielleicht kommen die Tage noch ein Video, weil wie gesagt, ich bin krank und es ist momentan einfach ein bisschen schwierig für mich, ein Video zu drehen. Und ja, das war's. Haut rein, bis zum nächsten Video. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und ciao.